Radio Okitok und CryptoTV präsentieren den zweiten der zweiteiligen Videoserie mit Clarissa Horak und ihrem Vortrag über die künstliche Intelligenz und der Weisheit des Herzens. Okay, gut. Wer von euch kennt das Märchen der Fischer und seine Frau? Nein. Ja, ganz kurz. Der Fischer trifft, also oder als er fischen geht, kommt ein Fisch und den hat er dann an der Leine und der Fisch fängt plötzlich zu sprechen an und sagt, ja, lass mich leben, ja, lässt ihn leben. Dann geht er heim, erzählt das seiner Frau und die Frau sagt, was, du hast den sprechenden Fisch gefangen, warum hast du keinen Wunsch geäußert, er hätte ihn dir erfüllen können. Der Fischer sagt, ja, okay, habe ich halt nicht gemacht. Und die Frau schickt ihn wieder zurück zum Meer und sagt, schau, dass du diesen Fisch nochmal, oder ruf den Fisch, ja, und wünsch dir für uns ein schöneres Haus, weil bislang haben sie in so einer schäbigen Hütte gewohnt. Okay, der Fischer ruft den Fisch, der kommt und er wünscht sich halt ein schöneres Haus. Der Fisch sagt, ja, wenn du nach Hause gehst, es ist schon da. Und jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, ist es so, die Frau ist noch nicht zufrieden mit dem schönen Haus. Sie wünscht sich ein noch schöneres Haus, sie wünscht sich ein Schloss letztendlich und ja, macht Druck auf ihren Mann, weil der Mann will nicht nochmal den Fisch um irgendwas bitten, aber die Frau gibt ihm keine Ruhe. So lange, bis am Schluss sie sich wünscht, Gott zu werden. Und da zu dem Zeitpunkt, wo er dann sagt, ich will das zwar nicht, aber meine Frau möchte Gott werden, in dem Moment finden sie sich wieder in der alten Hütte, die sie ursprünglich hatten. Ja? Es ist ein Reset quasi und es ist wieder alles beim Alten. Ja? Das heißt, sie hat den Bogen überspannt. Was interessant ist bei diesem Märchen ist, dass jedes Mal, wenn die Frau den Fischer wieder zum Strand schickt, um wieder einen Wunsch zu äußern, sich jedes Mal das Wetter ändert. Das Wetter wird immer schlechter, das Wasser wird immer trüber, es fängt zu schäumen an, es fängt zu stinken an. Ja. Und ich finde, das ist ein Märchen, das und die Zeit, in der wir leben, recht gut beschreibt oder zumindest eine bestimmte Dynamik sehr gut beschreibt. Ich habe hier die vier Elemente dargestellt in der Mitte. Also Feuer, Luft, Erde, Wasser und in der Mitte das vergessene Element Äther. Ja. Übrigens in der Periodenlehre war der Äther das erste Element mit der Zahl 0, wurde dann gestrichen. Ja. So schaut Äther aus. Na, ich habe halt eben. Ja, okay. Wir sind eins mit den Elementen. Die Elemente sind sozusagen der Ort, wo das göttliche Selbst erfahrbar wird, auch in der Lebenswelt, die uns umgibt. Und wir selber sind auch Träger all dieser Elemente. Das, was uns scheinbar möglich ist, bis zu einem gewissen Grad, ist der Versuch, uns die Elemente in einer gewalttätigen Weise untertan zu machen und sie zu benutzen, so wie man uns innerhalb des Kontrollsystems benutzt hat und benutzt und nicht nur uns, sondern alle
Lebewesen, alle Kreaturen, ja, alles Geschaffene und alle Elemente. Und wie es in dem Märchen vom Fischer und seiner Frau deutlich wird, die Elemente sind nicht tot, sondern lebendig. Sie sind Ausdrucksweisen des, ich sage mal, der ersten Quelle des Lebens und der Liebe. Und wenn die Menschen hier versuchen, diese Elemente hineinzuzwingen in ein Kontrollsystem, dann kann es passieren, dass von den Elementen selbst her auch Reaktionen kommen oder die Elemente in ihrer missbrauchten Gestalt auf einmal erscheinen. Ihr seht hier in der Mitte ein Meme, Rivals of Aether, ja, das genau beschreibt den Vorgang, der hier global gerade geschieht. Das Ganze knüpft an die Geschichte von Prometheus, an die Sage. Ich will die Sage jetzt nicht erzählen, das wäre jetzt zu lang. Nur auf einen Punkt möchte ich hinweisen. Der Frevel des Prometheus, der auch als der Kulturbringer und der, ja, gepriesen wird, besteht darin, dass er das Feuer trivialisiert hat und zum Gebrauchsgegenstand degradiert hat. Das heißt, die Heiligkeit des Feuers hat er nicht geachtet. Er war sich der Heiligkeit nicht bewusst und hat sozusagen das Feuer zum Objekt des Gebrauchs gemacht. Und damit steht er symbolisch für eine Menschheit, die die Elemente und die Lebewesen zu Gebrauchsgegenständen degradiert. Und was in der Sage damit einhergeht, ist sozusagen die Rache der Götter. Es wird als Rache der Götter beschrieben, ist aber mehr oder weniger eine Folge dessen, dass die Elemente entheiligt werden und damit auch das Leben entheiligt wird. Und das wird beschrieben in der Geschichte von der Büchse der Pandora, die alle Übel dieser Welt enthält. Eine weitere Geschichte, die hier im Zusammenhang steht mit dieser Vernutzung oder mit diesem Kontrollsystem, ist der Turmbau zu Babel. Und in der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel ist interessant, dass er nie vollendet werden konnte. Er ist immer, immer sozusagen unfertig geblieben. Und man kann hoffen, dass alle Versuche, sozusagen den Turm zu Babel jetzt technisch zu perfektionieren und zu vervollständigen, nicht gelingen werden. Warum? Ja? Warum? Weil es inhärent ist. Es ist so, dass wenn du versuchst, das, nämlich die Elemente und die Lebewesen oder das Leben auf diesem Planeten hineinzuzwingen in ein lebensfeindliches System, hast du das Prinzip des Lebens immer gegen dich oder beziehungsweise es entgleitet dir. Denn das Prinzip des Lebens ist, ich nenne es, die erste Quelle des Lebens und damit auch der Liebe. Und diese erste Quelle lässt sich niemals instrumentalisieren und niemals kontrollieren. Die entgleitet. Immer. Es ist immer, es ist auch, wie es in einem Märchen gesagt wird, immer nur bis zu einem bestimmten Grad möglich, hier sozusagen den Bogen bis zu einem bestimmten Punkt zu überspannen und dann geht es nicht mehr weiter. Ja? Ah, da waren wir. Ja, das ist da im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte jetzt ein bisschen schneller vorwärts gehen. Es geht auf jeden Fall bei dem Versuch, das Leben zu instrumentalisieren und zu kontrollieren, letztendlich um eine Rivalität gegen die erste Quelle. Das heißt, die Menschen sagen, so, jetzt wollen wir ein Gegenuniversum erschaffen. Jetzt wollen wir das wollen wir es dem Gott mal zeigen. Ja? Und das führt zu dem, was man auch die transhumanistische Agenda nennen kann.
Und da gibt es natürlich, also ich würde es zu weit führen, wenn ich jetzt im Detail eingehen würde auf diese Agenda, aber ein bisschen streifen möchte ich schon. Es ist, Transhumanismus bedeutet, es sollen Menschen unter Anführungszeichen perfektioniert werden, indem man Schnittstellen sucht, wo die Biologie verknüpft wird mit der künstlichen Intelligenz und mit Robotern. Ja? Das wird hingestellt als ein Versuch, sozusagen das menschliche Leben zu verbessern, etc. Also wenn du zum Beispiel, wenn dir ein Bein fehlt, dann kannst du dir quasi ein künstliches Bein machen lassen und etc. etc. Also das führt sehr weit, aber das ist quasi nur die Etikette, unter der diese Agenda verkauft wird oder uns schmackhaft gemacht wird. Was sich dahinter verbirgt, ist natürlich eine Ausdrucksform des Kontrollsystems. Ja? Die führt dann dazu, dass wir Nanobots in unseren Körper verpflanzt bekommen. Das wird auch ausgebracht durch die Chemtrails. Dieses Bariumtitanat, was ich euch vorher gezeigt habe in seiner Struktur, dieser Quader mit der Doppelpyramide drinnen, das Bariumtitanat hat die Eigenschaft, hier mini in Labors entwickelte sozusagen kleine Roboter oder kleine Bots, ja, intelligente Bots da unterzubringen, und zwar innerhalb von Pilzen, die dafür extra gezüchtet werden, beziehungsweise werden hier künstlich geschaffen, Chimären, kannst du sagen, aus menschlicher DNA, die gekreuzt wird mit der DNA von Spinnen, Insekten etc. Ja? Und das ist dann alles, das wird durch die Chemtrails ausgebracht. Ja, und wir atmen das ein, und das passiert, weil es in Nanogröße ist, die Blut-Hirn-Schranke, und kann dann natürlich, oder das Ziel ist, dass wir von außen steuerbar sind, weil diese Nanobots sind Sender und Empfänger. Ja? Und wir sollen dann quasi gepulst werden können, ja, durch externe Steuerung. Und das Ganze nennt sich eben auch, oder man kann sagen, das, was in der Cloud enthalten ist, in der Cloud, aber eben auch in den Chemtrails enthalten ist, ergibt dann dieses Plasma, und dieses Plasma ist quasi dieser Ort, wo diese Nanos, ja, wo die da rumfleuchen und dann eben über die Atmung bzw. über die Haut aufgenommen werden in unseren Körper. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Wer sich interessiert, dem empfehle ich, die Videos auf YouTube von Harald Kautz-Weller anzuschauen, der da wirklich lange und gründlich geforscht hat und der das auch wissenschaftlich belegen kann, was ich jetzt hier nur kurz gestreift habe. Ebenso Elena Freeland, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Chemtrails, HARP und der Herrschaft über den Planeten Erde beschäftigt hat. Das, was hier zum Beispiel jetzt immer häufiger auftritt, ist die sogenannte Morgellonsche Krankheit. Das ist so, dass diese Pilze, diese Nanobots beherbergen, auch Morgellons genannt, einen Reifezyklus haben innerhalb des menschlichen Körpers und dann durch die Haut zum Beispiel heraustreten können oder auch durch Exkremente, so Stuhl, Urin etc. Und kommt schon immer häufiger vor in den Gegenden, wo halt schon lange die Chemtrails ausgebracht werden. Okay, jetzt kommt noch eine andere Geschichte, die will ich jetzt auch nur streifen. Project The White Rabbit. Es wird euch vielleicht auffallen, dass immer wieder dieses Meme von den White Rabbits erscheint.
steht in einem Zusammenhang auch mit einem bestimmten Projekt und Experimenten, die derzeit stattfinden in Collidern, wo Neutrinos, wo man mit Neutrinos experimentiert, um über Neutrinospaltung, Kernspaltung, letztendlich das zu erforschen, was man auch Dark Matter nennt oder die Antimaterie. Das heißt, es ist ihnen nicht genug, dass sie die Materie quasi beherrschen, sie wollen auch die Antimaterie jetzt beherrschen. Und dieser, dafür steht dieser White Rabbit. Ja. Das Ganze steht im Zusammenhang auch damit, also nicht nur diese Erforschung der Antimaterie, sondern sie können über Neutronenspaltung oder diese Neutronenexperimente ein weltweites Netz schaffen, ja, via Collider, die ja überall auf der Welt verteilt sind, die ermöglichen zeitgleiche Kommunikation via Quantencomputer. Das ist momentan gerade, das machen die gerade. Ja. Ich will darauf jetzt auch nicht näher eingehen, sondern wollte das einfach erwähnen, was alles momentan hier unternommen wird. Das Ganze steht, wird auch immer wieder in den Zusammenhang gebracht, wird, das ist auch mit diesen Memes mit der Alice im Wunderland, ja, der weiße Hase und die Alice im Wunderland. Und letztendlich deutet alles darauf hin, dass es hier darum geht, durch eine Art Portal hinzukommen in eine neu geschaffene Welt. Ja, eine neu geschaffene Welt, die mittels künstlicher Intelligenz und mittels all dieser Experimente, die da am Laufen sind, geschaffen werden soll. So sieht das aus. Also ich will das nicht näher drauf eingehen, so ein Neutrino-Netzwerk, ja, genau. Ich habe schon vorher gesagt, dass ein Element, das für all diese Versuche und für diese Experimente in den Collidern benötigt wird, ist Uran. Ihr wisst, dass Uran weltweit massiv abgebaut wird und überall dort, wo Uran abgebaut wird, entsteht natürlich auch eine extreme radioaktive Belastung für die Menschen. Pravet Krishnapilla hat einen Film gedreht mit dem Titel Nuclear Lies. Ich kenne den Film zufällig, weil ich habe sogar eine kleine Sprechrolle in dem Film, dann also quasi in der deutschen Version übernommen. Und der kommt aus Indien, der Pravet, und hat da eben ist da rumgereist und hat gesehen, wie in Dörfern Uran abgebaut wird und die Menschen extrem darunter leiden. Die Regierung unternimmt natürlich nichts für die Menschen, sondern die werden natürlich mit Geld bestochen. Wenn Leute protestieren, werden einfach eingesperrt, kommen ins Gefängnis. Das ist unbeschreiblich, wie die Leute leiden. Das heißt, es sind ständig irgendwelche Missbildungen schon also von Neugeborenen, Krebserkrankungen etc. etc. Ja? Was ein Element, was hier gewonnen wird, nennt sich interessanterweise Neptunium. Das ist eines dieser transuranischen Elemente. Neben Plutonium wird Neptunium gewonnen. Dieses Element braucht man, um Neutronenmessungen zu machen, um Quantencomputer zu erzeugen. Supercomputer. Also für diese Devices und für diese Ziele, die hier verfolgt werden, nämlich auch totale Kontrolle, benötigt man das Element Neptunium. Und dieses Element hat die im Periodensystem die Zahl 93.
Ja. Ist natürlich schwerst radioaktiv. Da sich zum Beispiel diese ganzen Projekte, die eben mit Uran und Neptunium, der Neptuniumgewinnung arbeiten, nicht nur beschränken auf die USA oder Europa, zeigt zum Beispiel, also dass auch Putin gesagt hat, es wird diejenige Nation, die das Sagen haben in der Welt, die die Kontrolle über die künstliche Intelligenz haben. Ja. Ich hoffe, mein Gefühl sagt, wir können die künstliche Intelligenz wohl nicht mehr abschaffen, nicht mehr beseitigen. Es kommt jetzt alles darauf an, hier sie in eine bessere Richtung als bisher zu lenken. Ja. Astana hier noch einmal mit dieses Symbol Wo ist das? in Kasachstan und es gehört Putin auch. Ja. Putin hat da auch die Macht darüber. Und steht aber die Universität und das Collider-System in Astana steht im Zusammenhang mit dem Berkeley Lab, von dem ich auch vorher gesprochen habe. Quinn Michaels spricht von der 93 Society. Er ist draufgekommen, dass hier unter den Insidern, die alle mehr oder weniger verbandelt sind in diesen Unterfangen, auch hier mit Uranabbau, den Collidern etc., aber auch mit der Etablierung eines weltweiten Machtsystems, die Zahl 93 immer wieder als ihr Symbol darstellen. Man kann das auch in Memes immer wieder erkennen, wie sie die Zahl 93 hier interessanterweise raushängen lassen oder so, ja, als Insider-Witz oder wie auch immer. Ja? Oder auch die Gestalt der Schildkröten, die Turtles, ist einfach, ja. How to become a Ninja Turtle, eat pizza, train hard, drink some radioactive stuff. Ja, und jetzt, weil wir es bei den Memes sind, die Memes spielen in dem ganzen Zusammenhang eine wichtige Rolle. Quinn Michaels ist draufgekommen, dass es zwischen 2005 und 2006 eine wissenschaftliche Arbeit gegeben hat von einem Marine-Major, ja, dem Michael Prosser, der vorgeschlagen hat, in Zukunft Kriegsführung also in psychologischer Art und Weise zu betreiben, und zwar im Sinne von, er nennt es Meme Warfares. Und daraufhin kann man sich manche Memes auch mal anschauen, inwiefern das ja ausgeführt wird. Ja. Achtet mal darauf, dass die Memes mit den Einhörnern sehr populär geworden sind. Ist euch das aufgefallen? Unicorn, Unicorn, überall. Ja? Beziehungsweise dieses Zeichen hier. Schaut euch das mal an. Naked Singularity. Ich komme darauf noch zu sprechen, was das heißt. Why do the vampires in me? What? What vampires? Aha. Wenn man weiß auf dem Background, dass wir die Nanobots in uns haben, ja. Ja. Seltsame Memes, oder? Die auch Kindern natürlich offeriert werden. Die Chaosdämonen.
Being a human is too complicated. Time to be a unicorn. Mhm. Was soll das heißen? Man versucht natürlich, die Kinder auch anzufreunden mit künstlicher Intelligenz und mit Robotern, wie man hier sehen kann. Roboter sind ja so süß und niedlich und sie bringen den Kindern das Programmieren bei. Oh, wie nett. Das ist, was hier gemacht wird, nur ein kurzer Einblick. Also man versucht schon sozusagen den humanoiden Roboter-Klon zu machen. Das wird immer populärer. Ja? Ist schon möglich, wie man hier sehen kann. Beziehungsweise werden hier Sex-Toys auch erzeugt. Das ist ein Riesenmarkt. Ja? The purpose of my existence is in this world is to learn what love is. Okay. Ja, besonders berühmt ist die Sophia, die übrigens vor einiger Zeit zum Citizen of Saudi Arabia, also quasi gekürt worden ist und die auf der Future Investment Initiative und anderen Global Summits, also quasi auftritt als eine, die den Menschen zeigen will, was verbessertes Menschsein bedeutet. Und sie ist Mitglied des sogenannten Singularity Net Teams. Ja, das seht ihr hier neben den Leuten, die da hier quasi maßgeblich beteiligt sind, auch die Sophia, den Roboter Sophia, die den Namen Hanson übernommen hat. Von dem Chef von Hanson Robotics, ja, vom Papa. Ja. Und jetzt ist es so, dieses SingularityNet-Team ist eine Plattform für Blockchain-Services. Man kann sich für mindestens $250.000 einkaufen, dann ist man mit dabei, also quasi für einen sicher beschränkten Rahmen. Viele Hacker aus dem Darknet, aus USA, China, Russland sind dabei, haben sich eingekauft. Dort kann man quasi auch mit Quantencomputern operieren. Diese Möglichkeit hat man, sobald man in diesem Singularity-Net-Team dabei ist. Und zum Minen von Crypto-Coins sind natürlich Quantencomputer um ein Vielfaches effizienter. Sprich, man sieht auch hier, bei dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz geht es um Kommerzialisierung, die für die Allerreichsten zugänglich ist. Was ist Singularity? Ich will auf das jetzt auch kurz eingehen, bevor ich wirklich dann näher mich mit der Weisheit des Herzens befasse. Singularity ist ein Wort geworden, das immer häufiger anzutreffen ist. Und Filme gibt es da schon drüber. Ich habe ihn nicht gesehen, Ashes of Singularity. Wenn man sich anschaut, was Wissenschaftler darunter verstehen, wird das die Sache schon interessant. Denn die sind der Meinung, dass es sowas gibt wie eine Entwicklung der menschlichen Intelligenz, aber seit 1950, richtig, wie ich euch gesagt habe, also nach der Operation Paperclip, ist die Machine Intelligence etabliert worden und immer entwickelt sich weiter. Und es gibt hier eine Schnittstelle und da sind wir in der Transhumanismus-Agenda und die meinen, Singularity würde bedeuten, das ist hier, das würde bedeuten, na, Singularity würde bedeuten, dass letztendlich eine Art Gegenuniversum, eine bessere Welt erschaffen wird. Ein besserer Mensch in einer besseren Welt. So stellen sich die netten Wissenschaftler das vor. Da gibt es auch Illustrationen dazu, wo sie eben sagen, unsere Erde befindet sich jetzt gerade in einem Universum. Und dann gibt es sowas wie ein Portal, eine Wormhole, also quasi ein
Genau, ein Wurmloch, und durch das gelangen wir in ein anderes Universum. Das heißt, nichts Geringeres haben Sie jetzt vor, als ein anderes Universum zu erschaffen. Stichwort Singularity. Und der Avatar Project, also wo Sie auch glauben, also Sie schaffen jetzt via künstlicher Intelligenz quasi so eine Art Avatar. Bis jetzt waren wir nur Menschen und jetzt sollen wir quasi gehievt werden in ein neues, in eine neue Qualität von Menschsein, die letztendlich nicht mehr Menschsein zu nennen ist. Und jetzt ein Modell, das ein bisschen veranschaulicht, was diese Singularity eigentlich sein soll. So wird das dargestellt, also Event Horizon, das heißt, das ist der Ereignishorizont, in dem wir uns befinden. Der spitzt sich immer mehr zu, spitzt sich zu, bis der Punkt der Singularity erreicht wird. Und dann, da ist dann die Wormhole und da soll es dann in ein anderes Universum gehen. Ja, und das ist ein bisschen so kann man sich das vorstellen. In Work Universe, das heißt, was sie machen, ist quasi, sie sagen, unser Universum, das wir derzeit haben, ist eine Baustelle und wir sind dabei, ein besseres Universum zu schaffen. Und interessant dabei ist, und das ist zwar eine Karikatur, veranschaulicht aber sehr deutlich, worum es geht. Geht es nicht darum, bei all dem, was sie gemacht haben und was sie machen, das, was im Prinzip lebensfeindlich ist und unmoralisch, satanistisch, hier innerhalb eines Gegenuniversums als das Gute, als das Bessere hinzustellen. Das heißt, sie wollen einen neuen Kontext innerhalb eines neuen Universums schaffen, in dem sie als die Guten dastehen und wir als die Minderwertigen. Wenn wir nicht mitziehen. Darauf läuft es hinaus. Und das wird auch offen gesagt. Es geht um die Erschaffung einer intelligenteren Menschheit, ja. Und das wollen die durchziehen. Ich behaupte schon, sie werden es nicht schaffen. Und warum sie es nicht schaffen? Einer derjenigen, der hier deutlich zeigt, warum sie es nicht schaffen werden, das ist der Forscher und Wissenschaftler Nassim Haramein, der nicht nur sich mit Physik beschäftigt hat, sondern eben auch mit anderen Dingen, der sich auch punkto Spiritualität wirklich, ich würde sagen, nicht nur auskennt, sondern selber meditiert, weil er weiß, warum. Und der hat zum Beispiel herausgefunden in seinen Forschungen, die er nämlich dann mittlerweile abseits von akademischen universitären Zusammenhängen betrieben hat, weil Universitäten sind ja auch alle innerhalb des Systems und er hat sozusagen aber als Wissenschaftler, als Physiker herausgefunden, was Singularity wirklich ist. So gut es geht, so einfach es geht, beschreiben. Er hat herausgefunden, dass ein einziges Proton in sich eine Black Hole enthält. Black Hole quasi ein schwarzes Loch, ein Vakuum, das die ganze Zeit die Elektronen, die dann in Erscheinung treten, nicht nur sozusagen in sich hineinfließen lässt, sondern ständig aus sich auch herausfließen lässt in einem ständigen Torusfluss. Torus, ja. Und er hat herausgefunden, dass ein einziges Proton in seiner Black Hole in sich eine Vakuumdichte enthält, die entspricht der Masse des gesamten sichtbaren Universums. Nur, dass es nicht als Gewicht erscheint, sondern diese quasi Energie wird
umgesetzt in den Spin des Torus. Eine, ja? Drehung. Eine Drehung. Ja, das ist eine ständige Drehung. Man muss sich vorstellen, jedes Proton, ja, das, was wir eben als Bestandteil von Materie bezeichnen, enthält in sich den Zugang zum Nichts oder beziehungsweise zur Dark Matter, zum, das ist das, was nicht mehr greifbar ist. Es ist ja auch so, das, was wir als Materie verstehen, was wir für Materie halten, besteht aus 0,00001% aus sozusagen, 0,0000, das ist sozusagen das sichtbare, greifbare, und alles andere ist Vakuum, ist leerer Raum. Ja? Das heißt, die Materie mündet ins große Geheimnis, oder? Für den Menschen nicht mehr greifbar, nicht mehr erforschbar, auch wenn die jetzt noch so viel in den Collidern rum experimentieren. Die halten Singularity nämlich nicht für die Quelle von allem, was ist, sondern die halten schwarze Löcher sozusagen für Dinge, die alles einsaugen. Interessant, oder? Du musst wieder rauskommen, ja. Ja, und sie und ja, und da glauben sie, dass sie quasi ein anderes Universum erschaffen können, bei diesem, wo sie rauskommen. Ja? Und genau, hier nochmal zur Veranschaulichung, ein Torusfluss. Und der Nullpunkt ist in der Mitte. Genau. Jetzt ist so, Nassim Haramein hat das unter anderem eben auch herausgefunden, alles vom kleinsten Atom bis zum größten Himmelskörper, alles Lebendige in diesem Universum ist als Torus aufgebaut, als doppelter Torus. Ja? Und ist die ganze Zeit im Fluss. Und erzeugt eben auch ein Feld, ein Torusfeld, ein elektromagnetisches Feld um die Erde zum Beispiel, die ist umgeben von so einem Torusfeld. Und dieses ist kohärent und gleichgestaltig mit unserem Herzfeld. Das heißt, wir sind direkt verbunden mit dem Planeten Erde und dieser wiederum ist verbunden mit jedem anderen Himmelskörper, mit jedem Lebewesen. Die sind nicht trennbar voneinander, die sind alle miteinander verbunden und sie sind auch über diesen Zugang zu den Black Holes, die letztendlich in eine unnennbare, ungreifbare Quelle führen, miteinander verbunden. Und das sind wir im Herzen eben auch. Und jetzt ist eben die Frage, wie kommen wir, welchen Weg können wir nach Hause gehen, wie finden wir nach Hause in unser Herz? Wie ist es möglich, dieses gigantische Kontrollsystem, sag ich mal, dem da durchzugehen? Ich bin sicher, es geht. Und in dem Moment, wo ein Mensch gegenwärtig auf Augenhöhe sich ansprechen lässt von einem anderen Menschen, von einer Pflanze, von einem Tier, von einem Lebewesen und sich den Gefühlen stellt, die er in seinem Herzen trägt, auch wenn sie zunächst negative Gefühle sind, aber wenn er in dieses Empfinden geht, dann ist er schon dabei, auch durch ein Portal zu gehen, durch eine Art Wormhole zu gehen. Es ist wie das Gehen durch ein Portal, wo ich plötzlich lande in der Gegenwart und in der Freude. Trotz Kontrollsystem. Programmieren lässt sich nicht das Herz, sondern nur das Denken. Ja, ja, und da gilt es natürlich auch, wachsam zu sein, für, ich sage mal, aufwachende Menschen, denn die haben natürlich dafür gesorgt, in dem Kontrollsystem,
dass genau dieser Ausweg durch das Herz, dass wir da abgelenkt werden, ja, und haben Fallen aufgestellt. Und ich habe jetzt, diese Fallen sind sehr vielfältig, ich habe jetzt ein paar herausgepickt, von denen ich meine, dass sie wichtig zu erwähnen sind. Und sage mal, das parasitäre System, das ja das Kontrollsystem ist, ist auf unsere Energie angewiesen und sucht unsere Rückkehr in unser Herz und damit zu unserer Anbindung an die erste Quelle des Lebens zu verhindern. Es fördert also die Verbreitung von kommerzieller Fake-Esoterik und Pseudospiritualität. Das ist ein ganz großes Thema momentan, wo wir nämlich abgelenkt werden sollen vom Empfinden des Herzens, wo uns als Herz verkauft wird eine Pseudo-Liebe. Das heißt, drückt sich in Bildern wie diesem aus, die ziemlich kitschig sind, klischeehafte Vorstellungen von Liebe. Das heißt, du musst alles lieben. Du musst jeden lieben. Alles. Versteht ihr? Ich kann nicht wirklich authentisch lieben, wenn ich nicht im Herzen bin, sprich nicht in meinem Empfinden bin, wenn ich nicht authentisch bin, sondern die Liebe auch schon wieder als ein Programm von außen übernehme, als eine Vorstellung. Dann bin ich wieder programmiert. Dann bin ich vielleicht programmiert mit einer und habe dann eine rosarote Brille auf statt einer schwarzen, aber die verzerrt genauso. Wir sind alle eins. Jetzt sage ich einmal, okay, auf einer bestimmten Ebene ja, aber ich muss dorthin gelangen, damit es echt ist. Ich muss zu dieser Einheit hinfinden, indem ich selbst mich entwickle, entfalte, indem ich selbst Inseln schaffe, kreative Inseln, in dem dieses Einssein gelebt werden kann, indem ich auf Augenhöhe bin mit anderen Menschen, mit Lebewesen und muss vorsichtig sein, dass ich mich nicht mit einem Mind-Virus sozusagen programmieren lasse, wo ich glaube, das Einssein ist sowieso schon selbstverständlich gegeben und wir wollen ja nicht so negativ sein und uns anschauen, was in der Welt passiert, weil das ist so negativ und dann fühle ich mich nicht mehr so gut. Oder Identifikation mit Pseudogöttern. Ja, ich bin eine Göttin. Ja. Steht ihr? Ich brauche überhaupt nicht von Göttern reden, um ins Herz zu gehen, um ins Empfinden zu gehen. Denn dann kann ich, wenn ich wirklich im Herzen bin, kann ich erfahren, ich bin lebendig, ich fühle und ich muss mir keine Götter vorstellen, die irgendwo rumschweben. Ja? Wir sind durch Religionen extrem manipuliert worden. Du kannst quasi einen Menschen super programmieren, wenn du ihm einredest, dass du ihm das Beste aller Systeme, das ethischste und moralischste aller Systeme zur Verfügung stellst. Was dabei übersehen wird, ist, dass der Mensch programmiert wird, schon wieder ferngesteuert, schon wieder mit einer Ideologie sozusagen letztendlich von seinem Herzen und Empfinden weggelenkt wird und er kann sich dann vorstellen, ein guter Mensch zu sein. Aber es ist ein Programm, also nicht echt. Und du kannst einen Menschen so letztendlich dorthin programmieren, wo du ihn haben willst. Du kannst ihn quasi zu einer Lusche machen oder du kannst ihn machen zu einer Waffe. Je nachdem, wie die Religion ausschaut, oder? Unser Menschenbild. Genau. Und dann spezielle ESO-Memes und Sprüche, also wissen wir schon, also habe ich es eh gerade gesagt. Ja. Merkmale einer Pseudospiritualität ist eben das Übertragen von Information, dass du dauernd irgendwelche heiligen Bücher lesen musst. Und das ist auch künstliche Intelligenz, weil es nicht echt ist. Wenn du abhängig gemacht wirst davon, dass du ständig irgendwelche heiligen Bücher liest, damit du ein guter Mensch bleibst, dann
bist du nicht authentisch, lebst nicht aus deinem eigenen Empfinden, aus deinem eigenen Herzen, sondern hast dich aus deinem Herzen vertreiben lassen, weil dir irgendwer eingeredet hat, dass du sonst ein schlechter Mensch bist. Das ist auch Mind Control. Und damit eben, genau, eine Sache, die liegt mir schon am Herzen, dass das Ego immer als Bösewicht, als der einzige Bösewicht dargestellt wird innerhalb eines, ich sage mal, es gibt spirituelle Lehren, die sind vielleicht nicht falsch, aber in dem Moment, wo sie bezwecken oder bewirken, dass du glaubst, du bist ein schlechter Mensch, weil du ein Ego hast, halte ich für problematisch. Denn Ego heißt ich. Und wenn ich sage, ich bin, dann muss das wohl einen Sinn haben, dass ich als ein Einzelner hierher gekommen bin und in der Zeit meines Daseins erfahre, was ist, die Welt erfahren und verändern kann, beziehungsweise wandeln kann. Und ich sage mal, Gott, die erste Quelle hat sich dabei was gedacht oder ich selbst im Zwiegespräch mit der ersten Quelle, dass Menschsein vielleicht einen Sinn hat und Menschsein geht nicht ohne Ego. Und wenn ich das Ego bekämpfe, stelle ich immer die Frage, wer ist es denn, der das Ego bekämpfen will? Ich nenne es gerne das Super-Ego. Ich finde auch spannend beim Ego, ja. Dass, ja, wenn ich das Ego sozusagen töten möchte, dann tue ich mich ja wieder mit dem Ego befassen und kratzen. Ja. Das Ego soll ja nur sozusagen symbolisieren, ein dort, wo man Menschen am leichtesten manipulieren kann, ja, wenn sie nicht bewusst sind. Richtig. Da wird es verkehrt, dass genau, man sagt, du musst überhaupt dein Ego genau wegnehmen, genau, was aber gar nicht möglich ist. Richtig, so ist es. Es ist, außer du bist halt genau schon ein Cyborg. Und genau, absolut, das ist es, darauf läuft es hinaus. Ein Cyborg hat kein Ego mehr und damit ist er ein besserer Mensch. Und jetzt sage ich, das, was problematisch ist, das sind die Programmierungen. Aber nicht das Ego, sondern das sind die Identifikationen mit dem, womit man mich programmiert hat und wo man mich mindgefuckt hat, sage ich einmal. Also wo ich die ganzen Programme in meinem Kopf habe und nicht in meinem Herzen bin, das heißt nicht im Empfinden bin, im Lebendigen, sondern wo ich glaube, ich kann nur dann ein guter Mensch sein, wenn ich das Programm erfülle. Und dann hält mich das genau dort fest, wo die mich haben wollen. Und dann kommt der Verlust der Urteilsfähigkeit dazu, weil ich kann nur aus dem Empfinden urteilen. Und ich sage euch ein Beispiel. Wenn ich auf der Straße gehe und es spricht mich irgendwer von Greenpeace an und will mich dazu bringen, irgendwas zu unterschreiben, dann sagt mein Empfinden sofort, ohne Nachdenken, nein und will weitergehen. Aber dann schleicht sich ein andressiertes Gefühl hinein und sagt, ach, der ist ja so nett und das kannst ja nicht so sein, aber das geh, sei doch nicht so, na komm, du musst auch ein guter Mensch sein, also unterschreib. Und hinterher ärgere ich mich dann und denke, wieso war ich so deppert? Ja, weil ich meine Urteilsfähigkeit preisgegeben habe, weil ich nicht auf mein Empfinden gehört habe. Das meine ich mit dem Empfinden. Und das Empfinden ist das, was immer zuerst und als erstes spricht. Ich finde in mir, was ist, ich resoniere damit und das heißt Empfinden. Das heißt nicht, dass ich in der Gefühlsduselei aufgehe und in einer naiv-kitschigen Vorstellung von Einssein. Nein, wenn, das ist so ähnlich wie die Abwehr. Wenn ein Virus daherkommt und meine Abwehr sagt, ach, der ist ja so nett, wir sind alle eins. Da habe ich Pech gehabt und zu Recht, oder? Ich muss auch Nein sagen können. Hey, bleib mir vom Leib. Und auch Ekel kann gesund sein. Ich werde kein Erbrochenes essen, weil ich sage, ach, das ist ja so nett und so schön. Das wäre doch unfair. Ich will doch nicht das Erbrochene. Ich will doch nicht diskriminieren. Versteht ihr?
Und was sie wollen, ist, sind Lichtkollektive zu schaffen, das heißt Licht unter Anführungszeichen. Geht doch alle in die Pyramiden und dann werdet ihr glücklich. Ich habe nichts gegen die Pyramiden. Ich sage nur, Pyramiden sind auch ein Kontrollsystem, Symbole dafür. Und ich halte jedes Kollektiv für eine Ablenkung von dem, wer wir eigentlich sind, nämlich Individuen. Jeder ist anders, jeder hat seine Talente, jeder ist verschieden. Und das ist gut so. Und es kann sein, auf dem Weg nach Hause ins Herz, dass das allererste, was uns begegnet, wenn wir wirklich uns mal, sag mal, nach innen gehen, wenn wir uns trauen zu fühlen, was gerade in uns ist, dass das so ähnlich ist, wie wenn ich lange nicht zu Hause war und dann komme ich heim und alles ist voller Spinnweben. Ja, okay, dann kann ich hergehen und die Spinnweben nach und nach wegmachen, damit alles wieder klar wird. Aber es ist gut, dass ich zu Hause bin. Die sind nur deswegen gekommen, weil ich so lange nicht zu Hause war. Deswegen, geh nach innen. Und da kann es sein, dass man zuerst den Schmerz fühlt. Denn stell dir vor, ich habe zum Beispiel eine Wasserleitung, die war lang nicht an. Und dann nach langer, langer, langer Zeit drehe ich sie auf. Dann ist das, was zuallererst rauskommt, der Dreck. Und dann erst nach und nach kommt frisches, klares Wasser. Und so muss ich damit rechnen, wenn ich anfange, in mein Herz zu gehen, dass ich zuallererst mal den Schmerz fühle und die Schichten von Schmerz, die sich über mein Herz gelegt haben, die Traumata, dass ich fühle, wie es sich angefühlt, oder dass ich mich erinnere und das Gefühl wieder wahrnehme, wie ich mich gefühlt habe, als ich als Kind mich einsam gefühlt habe, verlassen, unverstanden, dass ich mir gedacht habe, hey, ich bin auf dem falschen Planeten gelandet. Und das ist alles da, sind die Verletzungen, die wir mit uns herumtragen, aber wenn ich jetzt sage, ich will nichts Negatives sehen, dann ist das so, wie wenn ich jemanden, der verwundet ist, seine Wunden nicht verbinde. Oder wenn ich zuschaue, dass meine Tochter vergewaltigt wird und dann sage ich, wir sind alle eins, alle sind lieb. Ich will nichts Negatives anschauen. Und das heißt auch, ins Ungewisse zu springen. Es kommt etwas Paradoxes. Das Kontrollsystem mit seiner ganzen gigantischen Wissenschaft möchte das Ungewisse vermeiden und möchte alles planen und alles sozusagen, auch diese Singularity, möchte ein Gegenuniversum erschaffen. Was sie dabei übersehen, ist, dass die Natur und das Universum so nicht funktioniert. Wie gesagt, 99,99999% sind nicht greifbar, nicht messbar, nicht erforschbar, nicht in Daten zu übersetzen, auch wenn man noch so schlaue Quantencomputer hat. Es geht nicht. Ja, da können Sie noch so Abermilliarden, Billiarden, Trilliarden Dollar etc. Geld reinstecken. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel die da schon reingesteckt haben und reinstecken in dieses ganze Zeug. Aber dieses, was wirklich ist, haben sie vielleicht mal ein bisschen gestreift und belästigt und gestört und kaputt gemacht, aber nicht in seiner Substanz, in seinem Letzten. Denn wenn es wirklich so ist, dass sogar jedes Proton permanent schöpft aus der ersten Quelle des Lebens, die nicht greifbar ist. Wie erst recht unser Herz aus dem Ungewissen schöpft und nicht aus dem Gewissen. Also aus dem, was wir wissen. Und nur aus dem, was wir noch nicht wissen, kann was Neues entstehen. Deswegen schau hin und vertraue deinem Empfinden, ja? Vertraue darauf, dass das Erste, was du siehst, und zwar wenn es resoniert mit dir selbst, mit deinem Herzen, auch mit deinem Körper, so ist es.
Und dann brauchst du nicht sagen, ach, ich bin doch nur so klein und das ist ja nur mein Ego. Ja, unterscheiden zu lernen zwischen den Programmierungen, die sich quasi als wirklich als Programmierungen über dein Ich gestülpt haben, ja, Schicht für Schicht abtragen und erinnere dich. Erinnere dich, wer du bist, denn du bist jetzt hierher gekommen, genau jetzt zu dieser Zeit, wo dieser Wahnsinn auf der einen Seite passiert. Wenn du hinschaust, kannst du den Wahnsinn als solchen, als Krankheit erkennen. Und dann nutzt das ganze Geschwafel nichts von, die sind doch alle lieb und alle eins. Sondern dann kannst du sagen, das ist krank. Das ist gegen das Leben. Das sagt mein Empfinden. Ich vertraue meinem Empfinden. Und auch wenn die alle sagen, ich bin ein schlechter Mensch, na und, ist mir wurscht. Ich bin es hergekommen und das ist kein Zufall. Es gibt ja keine Zufälle, sondern das sind Zufälle. Ja. Und wenn ich mich erinnere, und ich kann das spüren und das liegt jenseits der Begriffe, jenseits der Sprache, jenseits des Fassbaren und jenseits von all dem, was in Daten übersetzbar ist. Wenn ich das spüre in mir, wer ich wirklich bin, dann habe ich nicht mal meinen Namen. Auch das ist eine Programmierung. Ich bin nicht definierbar. Ich bin ein Individuum. Individuum heißt, ich bin nicht teilbar. Ich bin nicht teilbar. Ich bin wieder ganz im Herzen, aus dem Herzen. Und dann erinnere ich mich, dass ich genau jetzt hierher gekommen bin, um Medizin für die Welt zu sein. Und das kann ich nur, indem ich sozusagen erkenne, genau das braucht's. Und wenn ein einzelnes Proton die Masse des gesamten Universums sozusagen enthält, ja, dann bin ich doch ein Gegenmittel. Das kann jeder sagen, jeder herausfinden für sich, ist jeder von uns ein Gegenmittel gegen die Krankheit. Und dann gehen wir unseren Weg. Und dieser Weg ist sicher zum Teil Sprung ins Ungewisse oder Gang ins Ungewisse, wo wir es nicht mehr in der Hand haben. Und deswegen können wir auf die Führung vertrauen. Und diese Führung bekommen wir nur durch die Weisheit des Herzens, die, wo ich mich dann, gerade wenn ich verbunden bin mit der Quelle, der ersten Quelle des Lebens, und diese Verbundenheit und Verbindung in meinem Herzen wieder finde, dann wirkt diese Quelle durch mich. Dann wirkt durch jeden von euch, durch uns. Und dann ist es so, als würde der Welt durch dich Medizin zufließen. Und du findest deinen Weg durch diese innere Führung. Und es gibt ein Beispiel aus der Geschichte, wo ein einzelner Mann es geschafft hat, die gesamte Inquisition zum Stoppen zu bringen. Das war Friedrich Spee von Langenfeld. Der hat in der Zeit der Inquisition und der Hexenprozesse hat er ein Buch anonym verfasst. Er musste es anonym verfassen, weil sonst hätten sie ihn selbst eingesperrt und ihm den Garaus gemacht. Cautio Criminalis. Und dieses Buch hat gerade der Buchdruck irgendwie angefangen gehabt. Dieses Buch hat es geschafft, die gesamte Inquisition und die Hexenprozesse zum Erliegen zu bringen. Ein einzelner Mann. Also. Das heißt, was wir im Herzen an Weisung, an Rat ungeplant erfahren, ist in der Lage, universal quasi alles betreffend, das Universum betreffend Heilung zu schaffen. Und das Universum ist nicht tot. Wir sind Fraktale des Universums, der ersten Quelle. Ja, das heißt, wir sind quasi, ein Fraktal ist selbstähnlich. Ja? Zum Beispiel stellt euch vor, ein Brokkoli, ja? Der ist in allen seinen Teilen selbstähnlich. Der ganze Brokkoli hat eine bestimmte Form. Dann nimmst du ein
Stückchen raus, sieht genauso aus wie das Ganze, gehst und gehst immer weiter, weiter, weiter. Ja? Und jedes kleine Teilchen sieht so aus wie das Ganze und repräsentiert es auch. So wie jede unserer Zellen das gesamte Programm enthält, unsere DNA. Ja? Und so ist es, das Ganze sind wir letztendlich jeder auf seine Weise Fraktale der ersten Quelle des Universums, des Lebens und der Liebe. Und dass Liebe anders als in der verkitschten Version, sondern in der echten Version die Essenz des Lebens schlechthin ist oder die Dynamik, die jedem Leben zugrunde liegt, kann man nur erfahren, wenn man sich aus den Programmen rausbewegt und im Herzen empfinden lernt. Den Mut hat, sich dem Empfinden im Herzen zu stellen. Und das ist jetzt das Ende, das ist ein Bild, das ich mal gemalt habe. Zum Schluss. Ich habe in der Meditation irgendwie die Gewissheit bekommen, habe ich im Herzen irgendwie empfunden, ich bin zunächst mal fühle ich mich wie ein verwaistes Kind irgendwo. Ja? Aber wenn ich tiefer gehe und wenn ich da reingehe in dieses Gefühl, mich wie ein verwaistes Kind zu fühlen, dann fühle ich plötzlich, ich komme zu einem Ort, wo es ist, als wären Vater und Mutter bei mir. Ja, ich versuche etwas in Worte zu fassen, was letztendlich nicht in Worte fassbar ist. Sodass ich dann die Erfahrung machen kann, ich selbst bin in gewisser Weise in meinem Herzen die Einheit, das Einssein von Vater, Mutter, Kind. Und das bin ich und das ist jeder von uns, von euch. Jeder in seiner Version. Und wir sind nicht allein. Das Universum sieht uns oder wir sind so nah bei der ersten Quelle, wie wir bei uns im Herzen sind. Und was da geschieht, wie jeder Beginn, Anfang des Lebens, das spielt sich jenseits aller Worte ab. Worte kommen erst danach. Und die Worte können immer nur erfassen, sage ich mal, diese 0,00000%. Es sei denn, jemand ist ein Dichter, dann schafft er vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Die Lichtkernstiftung macht wissenschaftliche Studien und die sagen, ich bin, ist jetzt hier. Das sollte sich jeder merken. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann habe ich dieses Bild gemalt, in der Mitte Vater und Mutter. Ja. Und was damit einhergeht, ist auch irgendeine Art von Erinnerung, die mir gekommen ist, dass der Äther, ja, das Element Äther, auch sichtbar im blauen Himmel und im Sonnenschein ist die Gegenwart, oder darin befindet sich die Gegenwart von Vater und Mutter. Ja. Und ich selber praktiziere seit einiger Zeit etwas, das mir eingefallen ist, eine Art von Meditation. Ich visualisiere den blauen, strahlend blauen Himmel und die Sonne und die Geborgenheit von, sage ich einmal, Vater und Mutter, Quelle, Gott. Und ich merke, wie das nicht nur mit meiner Seele was macht, sondern auch mit dem Körper. Ich glaube, es ist sehr dringend notwendig, dass wir auch was tun, um die Sonne, die sie uns wegnehmen, und den blauen Himmel, den sie uns wegnehmen, in irgendeiner Weise zu substituieren, zu heilen. Und ich glaube, ich spüre, wenn ich das mache, ich mache es nicht nur für mich, sondern ich mache es für alle. Und ich habe manchmal erlebt, nach einer intensiven Meditation, wenn ich rausgehe, der Himmel reißt auf. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind hier, um uns, es ist kein Zufall, und wir sind hier, um uns zu erinnern an die erste Quelle und daran, dass wir die Macht haben, diesen
Kontrollschirm zu durchstoßen, allein dadurch, dass wir in unserem Herzen sind und uns erinnern an die Quelle. Damit, ja, damit können wir die Welt heilen, auch wenn unser Verstand das da vielleicht nicht mitkommt. So, ich bedanke mich für euch.